Sheamus und King Barrett sind offiziell ein Tag-Team und nennen sich die European Ultras. Finn Balor und Baron Corbin wurden beide für baldige Live-Events der WWE angekündigt. Dies könnte ein baldiges Main-Roster-Debüt bedeuten, wie es auch bei Tyler Breeze der Fall war. Finn Balor und Baron Corbin werden vermutlich also bald im WWE Main-Roster debütieren, vermutlich noch dieses Jahr. Randy Orton leidet unter einer Schulterverletzung und kann nicht auftreten. Er wird von Alberto Del Rio ersetzt bei den WWE Live-Events. Alberto Del Rio ist zurück bei der WWE und hat einen sehr guten Vertrag unterschrieben, der ihm sehr viel Geld einbringt und gute Einsatzzeiten mit wenig Stress. Im Gegenzug wird die WWE ihn als lateinamerikanischen Superstar einsetzen, der die mexikanischen Zuschauer wieder zur WWE bringen soll. Kalisto sollte eigentlich diesen Spot ausfüllen, allerdings fand man, dass er nicht over genug war bei der Crowd. Die WWE-Geschäftszahlen für das dritte Quartal von 2015 sind offiziell. Man konnte die Einnahmen und die Abonnentenzahlen deutlich steigern im Vergleich zum Vorjahr. Die WWE konfiszierte bei vergangenen WWE-Events Schilder mit dem Bezug auf das Top-Independent-Tag-Team, die Young Bucks. Am 19. Dezember wird in Inglewood, Kalifornien ein weiteres WWE Live-Event stattfinden, was wahrscheinlich auch auf dem WWE Network ausgestrahlt wird. Dieses Special trägt den Namen WWE Live Holiday Tour Super Show und es wird mit Brock Lesnar, John Cena und Seth Rollins als große Namen geworben. Rusev hat sich wie berichtet bei den Main Event Tapings verletzt und wird 3-4 Wochen wegen einem Bizeps-Sehnenriss ausfallen. Ein Match bei der Survivor Series fällt für ihn damit so gut wie ins Wasser. William Regal hat sich nach einer Nackenoperation letztes Jahr einer weiteren OP am Nacken unterzogen. Dies heißt, er wird nicht wie erwartet bei NXT TakeOver London im Dezember in den Ring steigen.